Give him a chance. No. Ja moin, da sind wir. Hitman 2, die Vollversion ist am Start und noch DLCs. Es ist aber nicht so leicht zu erkennen, in welchem DLC was drin ist. Aber wir haben einiges. Naja, komm, ist egal. Story, Prolog, Anfang. Meine Kappe ist übrigens am Start. Also falls wir uns verkleiden müssen oder sowas. Ne? Also meine Glatze. Ja, okay, das weiß ich schon. Welcome to Advanced Mission Training. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. Good luck, Initiate. Eine Trainingsmission hassle ich euch easy hin. Oh fuck. Stop right there! Und erregen Sie keinen Verdacht, indem Sie den fraglichen Gegenstand verbergen. Gut. Also wir müssen Sperling suchen, habt ihr mitbekommen? As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. Infiltrieren Sie den Frachtbereich. Ja, gut. Überwältigen Sie den Mechaniker. Dreh dich bitte nochmal kurz, danke. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. Ups. Drücken Sie Q, um eine Person von hinten zu überwältigen. Zack. Halten Sie T, um sich zu verkleiden. You put on his clothes. That's a first. I suggest you hide your tracks. The toilet should do the trick. Also das sind jetzt ja alles gerade Statisten, ne? Also wir sind schon wirklich professionell. Mich wird niemand erkennen. Ey! Hey. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Okay. Henning, hallo. Ja, alles klar. Und? Läuft's? Ja, sehr schön, sehr schön. Personen, die mit dem Bedrohungssymbol markiert sind, werden Sie verdächtig finden. Achten Sie darauf, nicht von Ihnen gesehen zu werden. Hello there. Ah, Winifred. Ich bin's. Ich habe eben noch kurz einen abgeseilt und jetzt geht's hoch auf die Party, ne? The tricky part. Start by locating your target. Also da vorne ist jetzt auch so ein Aufpasser hier direkt da und da ist noch ein zweiter. Gut, dann gehe ich mal hier rein, um sie zu umgehen. Hallo. Ich würde da, glaube ich, nicht kochen, wenn mir solch aus dem Ohr läuft. Aber mach, was du willst. Was wird da eigentlich Leckeres gekocht? Wasser. Mhm. Folgen Sie der Zielperson. Na gut. Sag mal, ich repariere gerade was. Oh, the repairman. Ich brauche Ihre Verkleidung, bitte. Danke. Okay, ist das irgendwie nicht schlimm für euch, wenn ihr was fliegt? Hallo? Also ich werde es ganz sanft von hinten machen. Well, that's gonna leave a mark. Ich zieh mich mal um. Infiltrieren Sie Ritters Privatdeck. Sorry, ich bin der Captain. Nice. Den schmeiße ich auch nur, oder was? Während er seine Hand bei der Frau zwischen den Beinen hat. Oh, wait a minute. Ich kann jetzt hochgehen, weil ich ja verkleidet bin als Dödel. You need to back off now. Hey, komm mal wieder runter, Peter. Ein Pool. I'm Jesus. Ja, ich muss jetzt aber jemanden killen oder halt zumindest infiltrieren. Also, Achtung. Hallo, ich bin der Captain. The target's private deck. Now we're getting somewhere. But according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Er kennt sich aus mit der Crew. Ja, Gary, geh mal weg, ich übernehme hier. Wollen Sie vielleicht einen Schnaps? Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Tür ist einfach offen. Reactor, Mr. Ritter. It's more of a You're on the right track. Stay put. 50 years ahead of its time. Maybe even more. Maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but who
Whoever makes it to market first with this reactor will become the king of... Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Sorry, Sir. Hey, what happened? Ich muss wieder gehen. Und der Alte erzählt noch. Ja, damals, weißt du noch, das war eine heiße Zeit. Achtung, Vorsicht. Easy! Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, Initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Final Test? War das nicht eben der Final Test? Den ich übrigens mit Bravour bestanden habe. Give him a chance. No. Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen. Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren. Wir empfehlen Ihnen, so viel wie möglich zu absolvieren. Easy! Jemand hat sie bemerkt! Vergiften Sie das Ziel mit Rattengift, okay? Lenken Sie eine Wache mit einem Generator ab. Aha. Verkleiden Sie sich als Norfolk. Der alte Sack! Eine meiner leichtesten Übungen. Officer, hier ist eine Waffe! Kannst du mal kurz hier gucken? Na du! What the hell? There is a Münz! Ja! Ja! Easy. Nummer 1 ist abgehakt. Nummer 2 wird etwas schwieriger. Alter Sack, bitte nur du, danke. So, OP muss jetzt mal angelockt werden. So, komm mal her, komm mal her, komm mal hier. Was ist denn hier? Weird. Ja. 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 Okay, okay. Gibt's hier noch Münzen? Ja, sehr gut, meine Münzen. Ich werde ihn ganz sanft hier ablegen. Schlaf gut, alter Sack. Und dann gehen wir weiter. Wir haben schon zwei Dinger gemeistert, ne? Und zwar Kleingeld und die Waffe. Man kann nicht alles in einem Abwasch machen, denn wir müssen hier zum Beispiel das Ziel töten durch dieses Rettungsbums und hier hinten aber dann mit einer Klavierseite. Darum schlagen wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe und töten die Person beim privaten Treffen mit der Klavierseite. Verdammt, wo ist denn das? Ach, das sind die Attentate. Okay, das Spiel ist echt so geil, es macht richtig Fun. Pass auf, ich werde jetzt den Generator anschalten. Und dann denkt sich der Polizist, was? Hä? Fußspuren? Ich denke, ich muss ihn doch direkt flachlegen. Also ich meine, ihr wisst schon. Das war's jetzt schon. Batsch. Hallo. So. Und wisst ihr was? Zufälligerweise haben wir instant einen Schrank am Stiesel. Die Brechstange wird nun genutzt. Stop right there! Oh. Ich hab noch eine. Oh, Gut, gut. Soweit, so gut. Ihr bleibt beide mal liegen. Wer macht denn da Fußspuren eigentlich? Fußspuren? Tatsächlich Fußspuren? Feueralarm. Ja, geil, Mann. Pass auf. Haha. Und jetzt renne ich einfach davon wie so ein Fuchs. Komplett ab. Das nervt ein bisschen, aber okay, ja. Ah, Mr. Norfolk. Hallo. Hallo. Sie haben mich sicherlich an meinem Hut erkannt, ja. Hey, warte mal. Mr. Ritter. I'm Terry Norfolk. Ah ja, jetzt. Mr. Norfolk. Ich mache hier mal die Tür zu, nicht wundern. I'll be in my office. Come by when you're ready. Okay. Wir sind schon in deinem Office, du verwirrter Dödel. Geh mal an deinen PC, ich muss hinter dir was machen. Mit einer Klavierseite. Und jetzt wirst du erdrosselt. So, das waren jetzt zwei. Ja, dann gehe ich jetzt einfach, oder? Was ist denn? Da ist ein dreckiges Schlafzimmer. Jetzt aber schnell. So, wie immer, alle in den Schrank stecken, zack. Und nach Hause gehen. Erdrosseln, erdrosseln alle. Ich habe die Klavierseite noch in der Hand, shit. Sehr unauffällig. Und! Once again, great work initiated. This exercise is available for as long as you need. Sehr gut, ich muss nämlich alle Herausforderungen machen. Gebt mir die Bestleistung, kommt schon. Drückt sie mir rein. Puh, 9000 ist schon ziemlich viel. Komm, 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 ein bisschen mehr noch. Alter! Fast Level 4, nicht schlecht. Macht's gut, Leute, hat mir echt Bock gemacht. Vielen Dank jetzt schon mal im Voraus für die Kommentare, für die Likes, für die Dislikes, man weiß es nicht. Haut rein. Ciao, ciao.